Ich will nicht wieder so Stress machen. Ich sag mal einfach komplett transparent, was hinter den Kulissen so abgelaufen ist. Also ich hatte zum Beispiel mit Robert Habeck eine super Unterhaltung und YouTube meinte, ja, mega geile Idee. Danach sind wir zur Zeit hin, das sind absolute Insider-Infos, die ich hier gerade raushaue. Dann rief Armin Laschet mich auch an, yo, was gibt's? Ich will es jetzt nicht auf Armin schieben, aber es ist halt Armins Ding gewesen. So. Wann kommt CDU-Video 2.0? Wann kommt die Zerstörung der CDU 2.0? Ich gehe mal kurz auf die CDU 2.0-Frage ein. Also die Frage kriege ich auf jeden Fall oft und es bietet sich auch dieses Jahr total an, ein CDU-Video zu droppen. Also so eine Zerstörung der CDU 2.0 zu droppen, würde sich ja theoretisch anbieten. Ne? Weil ich meine, wir haben die Bundestagswahl und das macht ja irgendwie Sinn so. Aber das Ding, was ich mir halt denke, ist, es wäre cool, einen Diskurs über einen öffentlichen Dialog zu führen. Dass sozusagen nicht ein Video stattfindet und dann heißt wieder, ja, aber du hast dich nicht mit uns unterhalten. Du könntest doch auch dich mit uns unterhalten, sondern dass man halt was miteinander macht. Und da wäre halt, was ich finde, was übelst strong wäre, eine Art Kanzlerduell, Kanzlertriell, was auch immer, auf Twitch, auf YouTube, auf Online-Plattformen so. Das wäre eine todesstronge Art, die man machen könnte. Und da ist die letzte Zeit auch einiges passiert, wovon ich noch nichts erzählt habe, wovon ich nie was erzählt habe, so. Ja, theoretisch kann ich das jetzt erzählen. Ich sag mal einfach komplett transparent, was hinter den Kulissen so abgelaufen ist. Ich kann so ein bisschen mal erzählen, was da so passiert ist. Mich hatte nämlich vor Monaten Thilo Jung angerufen. Thilo Jung ist ein Journalist, kennt ihr vielleicht von diesem YouTube-Kanal Jung und Naiv. Er hat mich gefragt, so, ey, Rezo, was geht? Kannst du dir vorstellen, so, kennst du irgendwen? Erstmal hat er mich gefragt, kennst du irgendwen? Kennst du irgendeine Person, die bei so einem Kanzlerduell im Internet irgendwie sich anbieten würde? Und das ist gar nicht so leicht, weil wenn du da irgendwie die Kanzlerkandidaten von den Parteien sitzen hast und du stellst denen Fragen, dann musst du ja, wenn das jetzt so eine Sache wäre, die auf Twitch wäre, dann müsste es ja eine Person sein, die da Fragen stellt, die zum einen für die Plattform steht, auf der anderen Seite aber auch für journalistische Inhalte steht und zwar nicht nur für so ein bisschen, ja, ich mach mal ein paar Info-Uploads, sondern wirklich kritische journalistische Auseinandersetzungen. Und das ist halt schwierig, so jemanden zu finden. Weiß nicht, gibt's halt nicht so viel. Es gibt fast niemanden, der da irgendwie in Frage kommt. Mai würde in Frage kommen, Mai T. Aber Mai T ist halt, hat halt abgesagt, weil sie andere Sachen zu tun hat. Also ich weiß auch, was bei Mai die Gründe dafür sind, warum sie dann abgesagt hat, warum sie nicht kann, warum zeitlich es bei ihr nicht geht. Und das ist absolut nachvollziehbar. Das heißt, es gibt nicht so viele Leute, die man da fragen kann. Und unter anderem hat er mich halt auch gefragt. Und es fragt so, ey, könntest du dir das denn vorstellen? Und dann habe ich halt gesagt, so, boah, erstmal habe ich gesagt, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht, weil das ist so anstrengend. Weil so ein Kanzlerduell irgendwie, wenn ich da jetzt Armin Laschet und der Baerbock und so Fragen stellen würde, dann müsste ich mich ja mega gut vorbereiten. Mich darauf vorbereiten, dass ich nicht nur irgendwie Fragen ablese und dann sage ich, ja, was sagen Sie denn dazu? Alles klar, danke für die Antwort, was sagen Sie dazu? Ja, danke für die Antwort. Das reicht ja nicht. Das ist ja nicht das, was man da braucht. Aber letztlich hat es mich dann gecatcht. Letztlich habe ich mir dann gedacht so, yo, ich glaube, ich wäre dabei. Yo, ich glaube, ich hätte da Bock drauf. Ich würde mir diese Zeit nehmen, ich würde mir diese immense Mühe machen, weil einfach dieser Grundgedanke von nicht übereinander reden, sondern miteinander reden, einfach auch strong ist. Vor allen Dingen auch, wir hatten halt vor, das nicht so zu machen, wie es üblicherweise gemacht wird, dass du einfach durch 1000 Themen durchgehst und zu jedem Thema sagt jeder seine Sache, weil das heißt letztlich, jeder hat eine auswendig gelernte Antwort und feuert die ab. Sowas ist scheiße. Wir hatten uns gedacht so, ey, wir machen einfach so 90 Minuten plus machen wir zu ganz wenigen Themen. Das heißt, jedes Thema kann man lang und breit drüber reden und kann wirklich Nachfragen stellen zu einfach wichtigen Themen so. Eher in die Tiefe gehen, statt in die Breite gehen, weil in die Breite gehen machen genug Shows so. Und dann ist auch nicht dieses Abfeuern von auswendig gelernten Antworten da, weil du kannst ja nachfragen und du kannst ja sagen, warte mal, sie haben jetzt gar nicht auf meine Frage geantwortet. Du hast ja einen ganz anderen Rahmen, wenn du sagst, ey, wir gehen wirklich in die Tiefe rein und wir nehmen uns wenige Themen vor und nehmen uns viel, viel Zeit dafür. Aber vor allen Dingen, wisst ihr, was mich vor allen Dingen gecatcht hat? Vor allen Dingen an dieser Idee hat mich gecatcht so, dass überhaupt dieses Zeichen zu setzen, hey, wir gehen als Politiker auf die Plattform, wo sich die unter 30-Jährigen die ganze Zeit aufhalten. Die unter 30-Jährigen, die gucken nicht Fernsehen primär. Und dass man dann sagt, ey, wir machen da was und wir holen deswegen auch diese Generationen, weil es sind ja mehrere Generationen, holen wir da ab. Das hat mich einfach gereizt. So, deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich bin dabei. Ich bin komplett transparent jetzt mal mit euch, was da alles passiert dann ist. Was wir gemacht haben, war, wir sind erstmal zu YouTube hingegangen und haben die gefragt.
gefragt, ey, wenn wir das streamen würden, könnten wir das, ne, würdet ihr das irgendwie pushen, fändet ihr das cool, wie sähe das aus, würdet ihr uns da unterstützen oder so? Und YouTube meinte, ja, mega geile Idee, mega, mega cool, wir würden das auch auf die Startseite tun und wir würden das richtig pushen, was natürlich auch ist, weil die ein eigenes Interesse daran haben, dass, ne, dass solche Plattformen sozusagen auch diese Relevanz bekommen. Das heißt, es ist hier nicht nur eine Nettigkeit gewesen, aber trotzdem, YouTube hatte halt voll Bock drauf, hat auch gefragt, wie sie sonst uns unterstützen können mit der Produktion selbst und so. Super, super geil. Dann sind wir zu Twitch auch hin, so ey, ne, dass wir es nicht nur auf YouTube streamen würden, sondern auch auf Twitch streamen würden, weil ich fühle mich ja, vor allen Dingen was Livestream angeht, fühle mich ja unglaublich zu Hause auf Twitch. So, deswegen habe ich auch bei Twitch angefragt und gesagt, ey, ne, könnten wir das, würdet ihr das auch pushen, hättet ihr auch Bock drauf so. Und die hatten halt auch Bock drauf. Das heißt, wir hatten schon mal beide Plattformen davon überzeugt, dass das ein geiles Ding wäre. Danach sind wir zur Zeit hin, weil wir einen Medienpartner haben wollten. Und einfach um zu zeigen so, ja, wir sind hier ein paar YouTuber, die einen Livestream machen wollen, kommst du bitte in Discord, Armin. So sollte das nicht klingen, sondern es sollte halt nicht so wie so ein YouTuber-Billo-Ding klingen, sondern einfach so, dass da wirklich Medienhäuser dahinter stehen so. Dass das durch die Zeit im Boot da an der Stelle sozusagen dann einfach medial auch breiter aufgestellt ist. Dann haben wir die Zeit angefragt und die waren auch am Start, die hatten da Bock drauf, das wäre dann auch gestreamt worden bei der Zeit, also bei denen auf der Website auch, was nochmal cool gewesen wäre, weil es nochmal eine andere Art von Leuten erreicht. Also es sind ja Leute, die Zeit online, auf Zeit online einen Stream gucken, sind ja nicht dieselben Leute, die einen YouTube-Stream gucken oder dieselben Leute, die einen Twitch-Stream gucken. So. Insofern wäre es auch super, super geil. Dann war auch der Plan, dass wir das in den Redaktionsräumen von denen machen. Also bei der Zeit, bei denen im Gebäude diesen ganzen Talk in diesen Räumlichkeiten halten, was super, super geil gewesen wäre. Das war der Plan, dass wir das da vor Ort machen, dass die Zeit sozusagen sich nicht redaktionell in die Fragen irgendwie einmischt. Das war halt Thilo und mir total wichtig. Die wären halt der Gastgeber gewesen. Super, super geil. Das heißt, wir hatten mit YouTube gesprochen, die hatten Bock. Wir hatten mit Twitch gesprochen, die hatten Bock. Wir hatten mit der Zeit gesprochen, die hatten Bock. Mega geil, mega geiler Stand, an dem wir dann an der Stelle waren so. Und dann haben wir gesagt, okay, das haben wir alles mega frühzeitig, das haben wir alles super, super frühzeitig schon abgeklärt. Weil es uns wichtig war, das alles schon abgehakt zu haben und safe zu haben, bis dann dieser Tag kommt, wo dann zum einen die Grünen als auch die CDU ihren Kanzlerkandidaten bzw. Kandidatin bekannt geben. Und als das dann klar war, okay, der Laschet ist es, die Baerbock ist es, ihr seid euch auch einig, alles klar, cool, haben wir dann die Einladung direkt rausgeschickt. So. Nichts davon habe ich bisher öffentlich erzählt, ne? Also das sind absolute Insider-Infos, die ich hier gerade raushaue. Nichts davon habe ich öffentlich erzählt. Allen haben wir Einladung geschickt, aber nicht nur halt schriftlich per Mail, weil die kriegen viele Mails an ihr E-Mail-Postfach so, sondern wir haben da ja auch teilweise Kontakte hin und haben dann auch getried, das über die Kontakte halt natürlich auch zu pushen und irgendwie mit denen direkt zu reden und die direkt davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist. So. Und Thilo hat halt mit SPD und Grünen gequatscht. So. Ich habe auch teilweise mit den Grünen gequatscht. Also ich hatte zum Beispiel mit Robert Habeck eine super Unterhaltung. Das ist der Vorsitzende von den Grünen. Hab ihm auch gesagt, so ey Digi, das Ding ist, hier geht es doch nicht darum, dass ihr euch die Frage stellen solltet, kommen wir dabei gut weg oder kommen wir dabei nicht gut weg? Natürlich wird es kritische Fragen geben. Natürlich ist es eine Sache, wo ihr erstmal nicht wisst, was passiert. Aber der viel wichtigere Punkt ist doch, sollte man es tun, ist es das Richtige? Das ist doch die viel wichtigere Frage. Es ist so offensichtlich, dass es so wichtig ist, für die U30-Generationen, weil das sind mehrere, ein Zeichen zu setzen, dass man die wahrnimmt, dass man auch bei denen stattfindet, dass man sich auch um die kümmert, etc. Es ist so offensichtlich, dass das der richtige Move wäre. Das habe ich ihm halt unter anderem rübergebracht. Natürlich habe ich auch getried, das so gut wie möglich zu sellen, so, dass das cool ist und dass das super Idee ist und so, dass das super viel bringt. Aber das war mir halt so eine Herzenssache, dass ich das irgendwie rüberbringe. SPD und Grüne haben klar signalisiert, wir wären dabei, wenn Armin Laschet dabei ist. Das war das klare Signal, was wir von SPD und was wir von Grünen bekommen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich quatsch mal mit Armin Laschet. So, ich hatte schon mal Kontakt mit Armin Laschet. Ein bisschen geschrieben, mit dem auch telefoniert so. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann habe ich ja schon mal da irgendwie so groben Fuß in der Tür, kann ich mal mit ihm irgendwie reden. Dann habe ich ihm halt eine Nachricht geschrieben, so ey, yo, ruf mal bitte an. Natürlich nicht so. Natürlich war der Wortlaut nicht, ey, yo, ruf mal bitte an. Der Wortlaut war, lieber Herr Laschet, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich möchte Sie gerne von einer Idee überzeugen, wenn Sie Zeit haben, bla bla bla. Also es war schon natürlich höflich und formal richtig ausgedrückt so. Dann rief Armin Laschet mich auch an. Yo, was gibt's? Ich paraphrasiere jetzt absolut auf den Kern der Aussage, ne? Also natürlich auch das völlig anders syntaktisch ausgedrückt.
ist völlig anders Didakten ausgedrückt. Ich habe gesagt, Armin, Digi, komm Discord. Und er, ja warte, meine KDR ist noch zu kacke. Ich muss doch eben die Session zu Ende zocken. Das war, was wir gesagt haben. Nee, dann habe ich halt mit ihm gequatscht und ich habe ihm das gepitcht und habe ihm auch klar gemacht, was das für eine gute Idee wäre. Und habe auch, obwohl natürlich längst die Einladung war, also Wochen, wenn nicht Monate vorher, war die Einladung schon längst eingegangen. Das heißt, also es ist nicht so, als wüssten die Parteien, als hätten die bis zu dem Zeitpunkt nichts davon gewusst. Und trotzdem habe ich ihm nochmal alles gepitcht, habe ihm das alles nochmal erklärt und habe ihm auch klar gemacht, so ey, ja, ich weiß, das Gleiche, was ich auch dem Robert Habeck auch gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, so, yo, ich weiß, Fernsehen ist safer. Und ich weiß, davon abzuweichen, ist erstmal so ein Gefühl von, oh, Unsicherheit oder so. Aber das sollte hier nicht die Frage sein. Die Frage sollte sein, ist es das Richtige? Und es ist vollkommen safe, das Richtige. Und du erreichst diese ganzen Leute, die unter 30 sind, nicht, wenn du ins Fernsehen gehst. So, das habe ich ihm halt ganz, ganz klar gemacht. Basically wieder dieselbe Aussage. Und er hat gesagt, alles klar, er hat mir keine Zusage gegeben, keine Absage gegeben. Er wollte sich halt melden. Dann nach so 3 Wochen oder so habe ich halt nochmal nachgehakt, gesagt, hey, wollte sich melden, sie wollten sich melden und habe auch bei Paul nochmal nach, also habe Paul auch nochmal geschrieben, hey, kannst du, ne, ihr wolltet euch melden, so, sag du doch nochmal was. Und beide haben auch geantwortet. Paul übrigens antwortet sehr ordentlich, also ohne Scheiß, an der Stelle Shoutout an Paul. Also ich gehe ihm nicht oft auf den Sack, ist nicht so, als ob ich Paul Ziemiak, der Generalsekretär von der CDU ist das. Wenn ich ihm schreibe, antwortet der relativ schnell, sehr, sehr freundlich. Also Kontakt zu Paul, muss ich an der Stelle einen Shoutout geben. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, jedenfalls haben die beide auch geantwortet und Armin Laschet hat dann letztlich abgesagt. Hat gesagt so, ey, ja, das nicht passt oder so. Damit ist die Sache tot. Das ist halt so sad eigentlich, ne? Also ich akzeptiere das ja. Ist jetzt nicht so, als würde ich mit meinem Leben nicht klarkommen, dadurch, dass er abgesagt hat. Ich habe auch viele andere Sachen zu tun. Ist jetzt nicht so, als würde mein Leben davon abhängen oder so. Aber ich finde es halt, glaube ich, einfach eine sehr, sehr verpasste Chance so. Weil zum einen, alle anderen wären am Start gewesen. Es wäre eine mega inhaltliche Auseinandersetzung gewesen. Es wäre mega krasser Diskurs gewesen, eine krasse Diskussion über wichtige Themen. Und vor allen Dingen wäre es so ein gutes Zeichen an die jungen Leute gewesen. Also an die U35-Jährigen, an die U30-Jährigen etc. So. Weil so wie ich das verstanden habe, finden grundsätzlich, also ist das jetzt nicht so ein Ding gewesen, ja, mit dir machen wir es nicht auf Twitch, sondern wir machen es halt mit wem anders auf Twitch. Sondern es war ein Grund, also so wie ich es verstanden habe, war es auch ein grundsätzliches, alte Medien machen wir, aber nicht die neuen Medien. So wie ich es verstanden habe. Das ist jetzt mein Verständnis. Weißt du, es gibt mehrere Generationen, ne? Gen Z und Millennials zeigen ganz klar in den letzten Jahren, ey, wir interessieren uns für Politik. Wir sind politisch aktiv. Es gibt so viele Leute in diesen Generationen, die sich damit auseinandersetzen und die richtig einen Drive haben. So. Wenn man sich dann für diese Generation basically, und das strahlt das, finde ich, aus, nicht mal einen Abend freinimmt für den ganzen Wahlkampf, dann glaube ich einfach, ist das ein schlechtes Zeichen. Ich glaube einfach, das setzt ein falsches Signal so nach außen. Es ist völlig klar, dass diese Generationen nicht in den alten Medien stattfinden in erster Linie, sondern in den neuen Medien stattfinden in erster Linie. Und das kannst du auch nicht begründen dann mit, ja, aber wir haben ja einen Instagram-Kanal, wo man folgen kann. Nee, das ist nicht dasselbe so. Also die Auseinandersetzung ist ja das Wichtige und die wirklich inhaltliche Auseinandersetzung und nicht einfach nur, ja, ihr könnt uns folgen, dann kriegt ihr ein Update irgendwie aus dem Konrad-Adenauer-Haus oder so. Das ist ja nicht dasselbe so. Und es setzt auch, finde ich, grundsätzlich einfach vielleicht falsche Zeichen so. Also wenn man immer behauptet, man wäre bei der Innovation und bei der Digitalisierung oder so, wäre man ganz weit mit dabei und unterstützt das immer, aber macht dann nur solche Sachen, wenn sie in Medien stattfinden, die literally so lange schon existieren, wie man lebt. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Dann setzt es auch irgendwie falsches Zeichen, was so Innovation und Digitalisierung angeht vielleicht. Deswegen an der Stelle, schade, es wird aus diesem Grund, ich will es jetzt nicht auf Armin schieben, aber es ist halt Armins Ding gewesen. So, ne? Wegen Armin gibt es kein Kanzler-Triell oder kein Kanzlerduell. Aber ist fein. Ist fein. Deswegen, um sozusagen die eigentliche Frage zu klären, wann kommt ein CDU, die Zerstörung der CDU 2.0 raus? Es war gar nicht mein Drive, weil ich meine Energie eigentlich eher in so dieses Kanzler-Ding stecken wollte. So. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit und auch ein Vakuum von der politischen Energie, die irgendwo anders reingesteckt werden muss. Trotzdem heißt das nicht, dass jetzt damit automatisch die Zerstörung der CDU 2.0 kommt, weil ob das passiert, ist aus verschiedenen Gründen für mich vorher super unklar gewesen und nachher super unklar gewesen. Also jetzt auch kann ich das nicht so klar beantworten. Also es spricht natürlich vieles dafür, aber man kann halt eben auch vieles anderes Geiles mit der Zeit und der Energie machen. Deswegen ist es halt eine Abwägung.